16 Uhr. Und damit springen wir ins Game. Michael rechts auf Echo Isles, Over the Zero links auf Echo Isles, Undead gegen Human. Wir haben einen Archmage und einen Death Knight. Ja, zunächst hatten wir hier mal einen Fast-Altar, damit der Archmage ziemlich schnell draußen. Ja, für die, die es noch nicht wissen oder gar nicht zugehört haben, das ist tatsächlich hier Lucifer, den Undead-Spieler sollten wir noch kennen. Das ist der Bruder von Lucifer, der auch irgendwann ziemlich gut geworden ist. Der jetzt erstmal den das Mercenary Camp creep und jetzt kommt der erste Death Knight. Mal gucken, was er anrichten kann. Jo, er hat nicht die Aura First geskillt. Kommt da mit der Coil, holt sich den ersten Pässen. Gutes Opening hier auf jeden Fall. Mal gucken, was er noch killen kann. Ich glaube nicht so viel, weil er hat recht gut mit der mit dem Lightning Shield gearbeitet. Holt sich jetzt aber den zweiten Pässen. Bisschen ärgerlich. Ja, den Lightning Shield vom Creep hat er recht gut genutzt, um dann halt schneller zu creepen. Deswegen sind die Pässen. Ui, hier kriegt er den dritten! Was ist denn hier los mit Over the Zero? Ja, den vierten wird er vielleicht, naja gut, wenn Odin Wook aufpasst, soll er nicht kriegen. Er hat doch keinen Mana mehr jetzt. Aber das sieht jetzt immer noch schlecht aus, der Peasant, da wird noch down gehen, so wie ich das sehe, also das ist ja ganz blöd. Der Skelly hat einen guten Job gemacht, jawohl. Naja, und unten geht's noch weiter auf den Shadow Priest, so, der kriegt auch nochmal richtig einen drauf. Oh, Sounds. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Ist der eine Skelly down und jetzt, naja, hat er keine Vision mehr, wenn er jetzt oben langläuft. Und dann noch einmal draufhaut? Nee, das ist, glaube ich, zu gefährlich. Muss er auch nicht machen. Egal, der kann sich auch selbst heilen. Was, ich habe das gerade nicht verstanden, was du meinst mit, dass er die Aura nicht first geskillt hat. Ja, hätte ja sein können, dass er die Aura first skillt und dann schneller rüberläuft und einfach nur so Harrison will. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen bei einem Undead gegen einen Human. Kann man machen, finde ich. Okay. Okay. Strange. Na gut. Ja. Kleines Problem jetzt vielleicht für Zero, dass er den DK so low hat. Ja, aber auch für... Oh, der hat sich den Merc geholt. Der hat sich da den Merc geholt auf der rechten Seite. Schön, den Vollstroll Berserker. Und der, guck mal, das ist gar nicht so geil jetzt hier für den Human-Spieler. Der hat nämlich da gar keine Militias dabei. Jetzt kommen sie, das sind nur drei Militias, die er da runterschickt. Und er schnappt sich die Coil, mit den Ogre-Maggie, wird damit Level 2, hat jetzt die Aura. Und, boah, das wird richtig hart jetzt. Wie soll er den Creep denn durchbringen? Also ich kenne die Situation als Human-Spieler und das ist ganz, ganz schwierig jetzt hier für den Human. Da sehen wir weitere Skellies, die ganzen Ghouls kommen jetzt hier an. Wir haben hier nur ein paar Militias. Okay, er kann hier immer weiter auf den Death Knight gehen. Das ist natürlich unangenehm für ihn, aber trotzdem. Solange er hier die Echse nicht durchkriegt, wird das hier für ihn schwierig. Die Skellies und die Creeps gegen die Militia, das ist richtig schwer. Jo, also und danach ist die Echse erstmal abgewendet, so. Ich muss mal kurz hier noch... Ich habe gerade mit dem Shortcut was verkackt. Entdeckt! Der Human tagged? Der Human tagged, weil er die Echse nicht durchkriegen kann. Aber er hat auch viel zu wenige Peasants. Also er hat jetzt, na gut, drei kommen noch. Nee, doch. Zwei. Zwei Peasants kommen noch zurück. Boah. Damit ist er bei fünf, sechs Holz-Peasants am taggen. Vielleicht, wenn überhaupt. Guck mal da oben, da. Der macht noch zwei tot, sehe ich. Wie viel sind normal? Ja, sieben. Sieben, ne? Boah, er kommt mit dem Ghoul. Schöner Block jetzt von Michael, aber das wird nicht reichen. Der kriegt die beide noch! Das ist ja völlig abgefahren. No. Vielleicht verliert er den Ghoul, aber das macht nichts. Richtig, richtig schönes Early Game hier. Besser hätte man es uns nicht wünschen können. Nee, bis auf das natürlich immer blöd ist. Also ich finde es gut, dass er jetzt getaggt hat, der Human. Das spricht auf jeden Fall auch für weitergehende Action so. Das könnte so weitergehen. Aber wenn der Human irgendwann exen will oder jetzt gleich noch irgendwie was versucht... Dann muss der meistens sich erstmal völlig zutauern, dass er überhaupt noch irgendeine Chance hat. So, und das ist dann meistens sehr unangenehm. Das geht dann allerdings meistens mit so einem Level 2 Water Elemental Harris einher, sodass es da nochmal spannend wird. Und das kriegt der Death Knight auch noch ein bisschen viel ab für den einen. Aber guck mal da in der Base wieder die Ghouls. Jo. Schön, schön gemacht. Da wurde gerade die Lumbermill gebaut wegen den Towern, die du gerade angesprochen hast. Aber die Ghouls kommen wieder rein, brechen das ab, killen jetzt den nächsten Peasant. Das ist sackstark, was Zero hier spielt. Ja, und da oben wird jetzt den Rubin Tower ausgebaut. Okay, er ist im Tag, aber hinten haben wir immer noch den einen Force-Troll Berserker. Es wird gar nicht so einfach, da jetzt gleich ranzukommen für den Human vielleicht. Also, das ist ja schon ein bisschen Damage-Output, der noch hinten drin steht. Jetzt muss er erstmal noch creepen, weil Level 3 gerne hat in der Base und weiterhin die beiden Ghouls unterwegs. Und jetzt sind das nur noch drei Holz-Peasants. Er kriegt nicht mal die Lumbermill fertig gebaut. Holzmäßig geht's halt noch. Er hat ein bisschen was auf der hohen Kante gehabt, aber wenn die Ghouls da weiter Stress machen, kriegt er halt nichts nach. Ist saugut. Jetzt... Der Harris mit den WEs, er schickt nur das WE rein, oder was? Ja, er hat sich da umentschieden, hat aber das neue WE noch nicht in die Gruppe mit reingepackt. Okay. Läuft jetzt irgendwie zurück und denkt sich, okay, er muss das irgendwie verteidigen. Ja, da sieht man richtig, wie schwierig die Situation für ihn ist. Also,
Er kann jetzt noch hier einen Mount King holen und ein paar Peasants bauen, aber mit Tekken ist er jetzt erstmal nichts. Ein Gebäude vielleicht, aber ich glaube auch nicht, dass er das jetzt machen will. Und jetzt kommt es hier zum Kampf hier in der Base, aber der Lich ist schon draußen. Das wird trotzdem unangenehm für den Undead, aber ich glaube, das hat er relativ schnell wieder, ja. Ja, da hat er nicht wirklich viel Chance gegen Nova und Koi. Und natürlich mit dem Shop im Rücken kann er sich auch die ganze Zeit neue Skellies holen. Das sollte er auf jeden Fall locker halten. Er hat hier halt das so ein bisschen. Level 3. Er hat so ein bisschen das Zeitfenster verpasst, wo der Licht noch nicht da war. Da hätte er vielleicht auf, da hätte er mehr machen können. Zumindest mal die Knight hier. Ja, Problem war halt echt, dass er noch Level 2 war. Er wollte nicht ohne die Level 3. Ja. Level 2 Watermelons hier. Oh, oh Koi Nova auf den AM, wenn die Ghoul jetzt ein bisschen schneller sind. Ne, hat er nicht gecheckt so schnell. Ah, selbst der Merc überlebt noch. Ja, und in der Base kommt jetzt erstmal ein Arcane Vault. Also, ja, das ist jetzt auch ein bisschen komisch, dass er jetzt gar nicht ein Tier 2 Gebäude gebaut hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er wieder einfach weiter tanken wird auf Tier 3. Was natürlich auch keine schlechte Option ist eigentlich, aber wenn das Early so läuft, vielleicht schon. 5 Mana nur noch bis zur nächsten Coil. Da muss der Bolt kommen. Oh, ja, das Surround ist ein bisschen langsam. Oh, das war nicht gut. Ja. Jetzt fehlt ja noch das WR. Also die Undead Heroes Level hier natürlich auch cool. Und der kommt mit dem nächsten Bolt nicht hinterher, nimmt sich stattdessen einen Ghoul. Und damit auch ein bisschen mehr XP. T3 ist durch, das Desi-Upgrade wird dann gleich kommen, die Statues kommen, das Ghoul Frenzy-Upgrade kommt, T3 Hero vielleicht mit der Dark Ranger, aber braucht er eigentlich gar nicht. Ich glaube auch darauf würde er jetzt erstmal verzichten. Okay, er hat immer ein bisschen wenig Holz, so wir sehen es gerade, aber das Desi-Upgrade ist auch recht teuer, genauso wie das Ghoul-Frenzy-Upgrade. 3 Ghouls stehen da und hacken noch fleißig rum, das heißt, das Holzproblem hat sich gleich auch erledigt. Und da sehen wir jetzt erstmal eine Blacksmith, ja, ohne Blacksmith kann er natürlich gar nicht tacken, also die hätte er jetzt auch schon vorher schon bauen können. Und ein Arcane Sanctum kommt dazu. Okay, ja, Breaker, T3-Tag, so, sowas in der Art, so, es wird komisch. Vor allem, weil er halt so weit, timingmäßig einfach so weit hinten ist, ne? Jo, da ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß auch nicht, was er jetzt hier groß machen will. Also das Einzige, was mir einfällt, sind irgendwie Tanks oder so. Aber ja, ohne Exe kannst du das halt auch nicht spielen. Nee. Er kriegt also die Upgrade super spät. Ich weiß es nicht. Also der Push hier ist gar nicht so scheiße, so, wenn wir die Level 2 Watermills hier haben, aber er hat direkt die Heilung auf dem Archmage abgebrochen gekriegt und jetzt kommt das Round und dann kann er sich gleich mal direkt raus TP'en. Schönes TP zwar noch, aber also da ist nichts down gegangen. Gar nichts ist da down gegangen. Ah, hat er Glück gehabt, dass die Koi Nova ihn nicht komplett gekillt hat. Vielleicht noch ein bisschen warten sollen, der Undead. Aber da kannst du ja auch nicht mit rechnen, ne? Ja, jetzt muss er sich wieder heilen. Hat wieder weniger Zeit. Kommt auch nicht wirklich zum den Mountain King hochcreepen. Kommt auch nicht zum Exen. Weil wie abgefahren. Jetzt macht er hier Late Transition Richtung Rifler Caster. Einfach mal. Das ist ja eine Strategie, die absolut vom Timing lebt. Also die hätte jetzt, hätte er damit vor 10 Minuten angefangen, wäre das vielleicht möglich gewesen. Aber so sieht man das super selten, wenn der Undead schon auf Tier 3 ist. Da gibt es ja auch so Möglichkeiten für den Undead einfach mit super vielen Fancy Ghouls und einfach ein, zwei Evos und einem Destroyer oder so zu arbeiten. Ja. Und irgendeinem 30. Also hammer schwierig, das jetzt auch durchzuziehen. So, wenn du jetzt perfekte Kontrolle hättest, so, wenn du das irgendwie hinkriegst, so, dann wäre das absolut Wahnsinn. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Er hat schon 2 Statues, die dritte kommt, glaube ich, gleich. 42 Supply. Oh, jetzt kriegt er aber noch den Creepjack durch, nachdem er gerade ein Pendant of Energy gefunden hat. Also, Glück hat der Gute hier auch noch. Und jetzt mit der Nova wird er alles verlangsamen. Jawohl, da kommt sie. Und jetzt einfach alles kaputt machen. Aber schöner Hero-Focus auf den Death Knight. Der hat allerdings noch ein bisschen was zu heilen. Und währenddessen kriegt der Mountain King auf die Fresse. Also beide fokussen hier gut. Der kann sich nochmal geheilt werden. Klappt dagegen. Nova finisht ihn aber. Der Bolt kam nicht mehr. Ja. Der Bolt kam nicht mehr. Und somit sehen wir hier den anderen Spieler auf jeden Fall durchdrücken. Ja. Hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich kann das hier nur noch irgendwie, ich kann dann komm hier nur raus aus der Nummer, wenn ich den anderen jetzt zum TP zwinge. Hat er nicht geschafft. Die Mountain King verloren und jetzt sind die Ghouls natürlich zu schnell und graben auch noch den Rest ab. Und somit, ja, wird das hier das erste Game gewesen sein. Macht auf jeden Fall übelst Bock auf mehr und man sieht auch, dass da Kuris am Werk sind. Also auch wenn das jetzt natürlich irgendwie ein komisches Game war, so ein bisschen. GG! GG. Jo, das war ein Rape, würde man sagen. Kann man sagen, ne?